Wir haben heute übrigens ein paar Künstler, da die verkaufen nach der Show so ihre Merchandise, CDs und. Der Sebastian verkauft Gras. Also wer Interesse hat. Aber was ich ganz interessant finde, ist, Thema Umweltschutz wird wirklich immer, ist wirklich auch comedymäßig immer mehr beliebt. Ich habe das letzte Mal erlebt, ich hatte einen Auftritt in Köln und ich bin so in Köln auf die Bühne gegangen und habe den Leuten so erzählt, dass ich extra von Wien mit dem Auto nach Köln gefahren bin. Und die Hälfte vom Publikum war begeistert. Die haben applaudiert, die haben sich gefreut. Gell? Die andere Hälfte ist so da gesessen. Mit dem Auto von Wien bis nach Köln. Weiß der denn nicht, was der dem Klima antut? So reden übrigens die Männer in Köln. Auf jeden Fall, ich habe mir echt gedacht, die Stimmung war komplett, die war tot. Gell? Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Die eine Hälfte hat mich wirklich gern mögen, die andere Hälfte hat mich behandelt, als hätte ich gerade höchstpersönlich der Greta Thunberg ihre Zöpferl abgeschnitten. Das war... Ich hab gar nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Und da ist mir aufgefallen, ich finde, wir haben irgendwie so alle, man verliert immer mehr den Blick fürs Wesentliche, oder? Und das fällt mir auch immer auf, wenn ich zum Beispiel Zeitung lese. Ich lese immer Online-Zeitung, da lese ich so die Online-Artikel. Und letztes Mal habe ich einen schlimmen Artikel gelesen, und zwar ging es da darum, eine Frau in England hat ihren Mann erschlagen. Gutes Comedy-Thema. Erschlagen, zerstückelt und in einem Plastiksackerl im Wald vergraben. Ja? Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn eigentlich, zu was die Menschen heutzutage fähig sind. Gell? Und dann scrolle ich runter in die Kommentare und der erste Kommentar war, es ist so unmenschlich, es ist unglaublich, dass man heutzutage noch Plastiksackerl im Wald vergräbt. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, oder? Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die Gerichtsverhandlung abläuft. Die wird da sitzen und dann wird der Richter sagen, Angeklagte, Sie haben Ihren Mann in einem Plastiksackerl im Wald vergraben. Ich verurteile Sie zu 15 Jahren Haft. Die Strafe setzt sich wie folgt zusammen. 1 Jahr wegen Mord, 14 Jahre wegen Umweltverschmutzung. Angeklagte, eine letzte Frage. Wie haben Sie die Leiche eigentlich in den Wald gebracht? Also ich bin in meine Garage und dann habe ich das Sackerl in mein SUV geladen. SUV, Todesstrafe! Das ist wirklich wahr. Also, aber ich hab weiter gescrollt bei den Kommentaren und einer war sehr interessant. Einer hat geschrieben, grundsätzlich bin ich auch gegen Plastikmüll im Wald, aber... Die Tat an und für sich ist schon mal der Schritt in eine richtige Richtung, zumindest hinsichtlich des Problems der Überbevölkerung. War die leider wieder nicht recht. Ja? Die haben den alles kosten, das blöde Sau und Arschloch und alles Mögliche. Gell? Wirklich. Aber das war mir der Spaß wert. Das war mir wert, dass ich das schreibe. Ja? Nein, der hat es mir nicht falsch verstanden. Ich bin da auch dagegen. Ich finde das auch schlimm, wenn die Leute ihren Müll einfach irgendwo aushauen oder im Wald vergraben. Finde ich auch schlimm. Gell? Aber trotzdem finde ich das unsachgemäße Entsorgen von Leichenteile doch nur ein bisschen schlimmer. Aber trotzdem, ich hab die Kommentare gelesen und natürlich hat mich das auch verändert. Natürlich. Mir geht's wie am Sebastian. Ja? Ich nehme auch keine Plastiksackerl mehr. Mach ich nicht mehr. Ich gebe es zu, bis vor kurzem habe ich das gemacht. Ich bin einkaufen gegangen, habe mir einen Plastiksackerl gekauft. Mach ich nicht mehr. Wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich von daheim meinen Jutebeutel mit. Ja, es ist dann, oft stehe ich an der Kasse und ich hab's eilig und der vor mir, der ratscht dann wieder ewig mit der Kassiererin und dann denke ich mir, wenn ich den jetzt spontan umbringen muss und loswerden, da mache ich alles richtig, gell? Ich probiere wirklich mehr zu machen. So seit dem Sommer denke ich mir, Michi, du musst mehr auf Plastik verzichten. Ich habe mir gedacht, ich kaufe nie wieder Plastikflaschen. Mache ich nicht mehr, gell? Gut, ich muss dazu sagen, fällt mir jetzt natürlich leicht, gell? Weil direkt gegenüber von meiner Wohnung ist ein Getränkemarkt. Der ist gegenüber, der ist maximal so 60, vielleicht 70 Meter weg. Da kann ich bequem hinfahren. Das... Ja, heißt ja immer,
keinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Vor Reifenspuren ist da nichts gestanden. Gell? Und dann bin ich in dem Getränkemarkt und dann kaufe ich 2 Flaschen Wasser aus Glas. 2 Flaschen. Es wird das was bringen, 2 Flaschen. Aber ich muss sagen, ich würde ja gern mehr kaufen. Aber ihr wisst es ja selber. 2,5 Liter Flaschen aus Glas. Und dieser Kofferraum von dem scheiß Porsche ist voll. Was willst du machen? Hä? Aber es ändert sich halt. Ich finde es ja gut, dass sie was ändert. Ich finde das gut. Gell? Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, war jetzt vor ein paar Tagen in der Zeitung, selbst in der Kirche ändert sich was. In der Kirche fordern jetzt die Ersten die Auflösung des Zölibats. Da habe ich mir gedacht, das ist der Wahnsinn, oder? Das ist ja ein Fortschritt. Bald können die Priester und die Pfarrer, die können bald heiraten. Ja? Also bald. Ja? Dauert natürlich noch trotzdem ungefähr 10 Jahre, bis die auserwählten Ehepartner dann natürlich volljährig sind. Aber... Es wäre... Wer ist Korfortschritt? Ich dachte, es wäre ein Fortschritt. Wurscht. Aber jetzt genug von Nachhaltigkeit. Ich möchte den nächsten Künstler vor der Pause auf die Bühne holen. Und der ist 100%ig nachhaltig, weil ich weiß, ihr werdet heute Abend rausgehen und ihr werdet euch an ihn erinnern. Der ein oder andere hat ihn vielleicht schon mal gesehen. Er war nämlich schon ein paar Mal da. Er ist ein super Kollege. Ich mag ihn super, super gerne. Er ist echt ein cooler Typ. Er macht Stand-up-Comedy und er hat einen weiten Weg hinter sich. Deswegen... Mega Applaus, er kommt aus Hamburg. Hier ist für euch Dennis Grund. Moin. Geht's euch gut? Das ändere ich jetzt. Das Lustige ist, ich muss immer, wenn ich so bis München komme so und wenn ich dann immer Moin sage, dann gibt's immer noch so ein Guten Morgen. Gibt's dann zurück so. Aber heute in Salzburg, wir sind internationaler, da sage ich so Moin. Good morning. So, das ist, finde ich gut, ja. Ich muss kurz sagen, hat mich schon mal jemand hier gesehen, zufälligerweise? Einmal kurz klatschen, kennt mich irgendjemand? Okay. Oh krass, ich dachte, ich wäre berühmter. Schade. Ich arbeite dran. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, mein Name ist Dennis Grund, ich bin 18 Jahre alt. Und zusätzlich bin ich ein Mann mit einem sehr ausgeprägten Frisurenausbildungshintergrund. So, einige verstehen das natürlich sofort, aber ich muss das immer dazu natürlich übersetzen, weil wir immer Leute im Publikum, die haben studiert oder Abitur, deswegen übersetze ich das ganz kurz. Ich bin Supervisor Head of Long to Short Cutting. Ich habe ein Diplom in Dauerwellenfeng Shui und bin Master of Disaster im Consulting. So, die Hauptschüler haben es auch gerafft, ich bin Friseur. So, weißt du? Ja. Für die Waldorfschüler, ganz kurz erklärt, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Ja, ist ja für alle da, die Comedy. Und ich stelle mir auch noch mal ein bisschen vor, dass ich da kurz erklärte, dass ich bin ein kleiner Monk. Kennt man Monk hier eigentlich? Adrian Monk kennt man, glaube ich, ne? Ja, für die jüngeren im Publikum, Sheldon Cooper. So, ich habe bestimmte Zwänge, bestimmte Neurosen, ich muss bestimmte Sachen immer so machen. Wenn ich heute noch eine Capri-Sonne trinke, muss ich die bis zum Ende austrinken, an der Oberlippe ansaugen und so da stehen. Jedes Mal. In Hamburg in der Bahn ist manchmal praktisch, kriegst einen Euro für. So. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Ne? Ich habe zum Beispiel auch immer 2 Uhren um, das ist auch ganz kurz erklärt. Die hier ist von meiner Ex-Freundin. Der treulosen Bitch vertraue ich bis heute nicht, deswegen habe ich mir eine neue gekauft. Es sind Kleinigkeiten, ja. Und ich habe bei mir zum Beispiel auch das Ding, ich weiß manchmal nicht, wie so eine Show anfangen soll. Und mir ist aufgefallen zum Beispiel, Musiker haben es eigentlich richtig cool. Ne, Musiker kommen so auf die Bühne, so, dann immer so ein bisschen verschlafen, so ein bisschen sexy, verrucht so. Den nachfolgenden Song habe ich geschrieben für meine Cousine und bla 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 bla. So 4 Minuten lang labert er dich voll, anstatt den Song einfach zu singen. Und mir ist aufgefallen, Comedian kann diesen Move überhaupt nicht machen. Du kannst als Comedian ja nicht so verrucht sexy rauskommen und sagen,
Den nachfolgenden Gag habe ich geschrieben mit meiner Oma zusammen. Und ja, waren 8 lange Jahre intensive. Und wir haben das körperlich zusammen auch ausgetragen. Und deswegen meine Frage in die Runde. Jemand mit Syphilis hier? Ich habe neulich in Berlin gespielt. Da hat sich eine Frau gemeldet. Da war ich überfordert, Alter. Das habe ich nicht kommen sehen, ja. Aber das ist eben Musiker auch, keine Ahnung. Das ist auch immer so das Ding, wenn die zum Beispiel, wenn die so fertig sind, das ist immer so ein Klassiker, die sagen so, Dankeschön. Und dann weiß man ganz genau, okay, der ist fertig, jetzt muss ich applaudieren. Als Comedian kannst du das auch nicht machen. Du kannst nicht einen Gag machen und sagen so, Dankeschön. Und dann müsst ihr applaudieren, so. Ich habe das mal gemacht, so bei Open Mics, wenn wir Material testen, wenn der Gag einfach nicht funktioniert hat oder wenn einfach die Leute das nicht gerafft haben, wo man eigentlich hin möchte mit dem Gedanken, dann haben wir, Dankeschön. So, und dann müssen die Leute applaudieren. Mal gucken, was wir das heute hinkriegen. Ja, ich bin gespannt. Also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel festgestellt, auch heute, ich bin in der Stadt gewesen und mir ist aufgefallen, unter Männern gibt es mittlerweile Bartneid. Ich habe vorhin geguckt, 1-2 Männer mit Bart sind hier, einige Frauen auch. Sympathie ist wichtig am Anfang, ja. Und mittlerweile, das ist bei Frauen seit Jahren, Jahrzehnten normal. Wenn eine Frau eine andere Frau sieht, von Weitem, die noch sehr attraktiv gekleidet ist, wird erstmal gescannt, so. Na Mäuschen, der Rock ist ein bisschen kurz, ne? Und dann gehen sie dran vorbei. Bitch. So, weißt du? Aber das ist Neid, entsteht im Kopf, du kannst dich nicht dagegen wehren. Und bei Männern mit Bart ist es mittlerweile eh nicht. Sie stehen voneinander wie im Wilden Westen mit ihren Bärten so. Na Kollege, der Bart ist ein bisschen schief geschnitten, ne? Ein bisschen viel Bartöl oder Dönerfett. Es glänzt zu viel, Alter. Okay, es ist zu viel am Glänzen. Ja. Und die Männer gehen mittlerweile dran vorbei. Fotze. Das ist Neid, entsteht im Kopf. Du kannst dich nicht dagegen wehren. So. Ich kriege oft Komplimente für den Bart. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil ich mache nicht wirklich viel damit. Ich mache den ab und zu mit der Maschine sauber, wasche den jeden Tag mit Bartshampoo, mache da Bartöl rein, Pomade, föhne den runter mit der Rundbürste nach innen, mit dem Glätteisen nochmal drüber und kämme den alle 20 Minuten. Das ist lustig und traurig zugleich, weil es stimmt. Das ist so. Und ich habe mal ein Kompliment bekommen. Komplimente sind sehr selten geworden heutzutage. Ja, wenn du in Clubs mittlerweile unterwegs bist, was machen Typen für Komplimente bei Frauen? Yeah! Das sind Komplimente heutzutage. So, weißt du? Und ich habe ein Kompliment bekommen. Ich stehe in Hamburg an einem Club. Ich stehe im Club an der Toilette so. Ich stehe am Klo. Ich kann doch nicht anlügen. Ich stand am Klo, okay? Ich stand am Klo. Und dann kommt ein Typ rein und sagt so, ey Digga, hast du Kokain dabei? Und ich so, wow. Klar, halt mal kurz. Ich so, nein Mann, das ist nicht meine Baustelle. Er sagte, ja, ist auch echt schwer heute. Aber ganz ehrlich, stabiler Bart, Bruder. Stabiler Bart. Wir gehen in der Situation nochmal einen Meter zurück. Ich stehe am Klo. Und ich habe meinen Lümmel in der Hand. Und ich bekomme ein Kompliment von einem wildfremden Mann. Was machst du in so einer Situation? Ganz ehrlich, du freust dich kurz. Ganz kurz freust du dich. Nicht doll. Was soll ich sonst machen? Dankeschön, High Five, Klatsch machst du auch nicht, oder? Das ist auch unangenehm. Manchmal ist das schwierig, ja. Aber das ist eh so, diese Bartgeschichte auch so, das ist ein bisschen Trendgeschichte und als Friseur kriegt man bestimmte Sachen natürlich auch mit. Und ich habe heute auch, deswegen bin ich darauf gekommen, bestimmte Trends, ich verstehe sie einfach nicht. Hier ist es in Salzburg ist auch so krass und zwar diese Kapuzen mit diesen Fellkragen, diese Fellkapuzen. Ich finde die erstens optisch nicht schön, das ist aber auch Geschmackssache. Jeder kann anziehen, was er möchte. Aber ihr müsst mal drauf achten, von Weitem, wenn die Leute diese Fellkapuze aufhaben und noch Haare rausgucken und ein Bart zu sehen ist, von Weitem, sieht ein bisschen aus wie ein Husky-Arschloch, oder? So dieser Ring und so, dieser helle Punkt in der Mitte. Einfach mal einen Finger reinschenken. Das ist so. Und wir sind ja auf einer Kabarettbühne. Wir können ein bisschen Kabarett einstreuen. Fun Fact, manchmal ist sogar noch Husky an der Jacke mit dran. It's true. Das ist das Ding. Und eine Sache, die ich nicht verstehe. Hier gab es, glaube ich, auch diese riesigen Schals. Diese riesigen Schals bei diesen Mädels. Diese, ich sage mal Pferdedecken dazu. Diese riesigen Lappen. In Hamburg super gefährlich. Wenn da der Wind reingeht, du wechselst die Straßenseite. Ich habe Mädels gesehen, die wollten vom Apple Store zum Jungfernstieg. Die sind an den Landungsbrücken wieder rausgekommen, Alter. Das war einfach zu krass. Und die beste Kombination ever ist einfach, die Mädels haben dann oft so, keine Ahnung, so eine, diese Kapuze auf mit dem Fellkragen, dann diesen riesigen Schal, dann eine Daunenjacke, wo die Daunen noch Daunen haben. Also, ich glaube, da laufen dann immer 3 Hähnchen drin rum. Das ist einfach übertrieben viel. Und dann haben die so eine riesen Michelin-Männchenjacke an, dann geht die Jacke bis hier,
Die Hose geht dann ungefähr so bis hier und dann bei minus 10 Grad. Sneaker, keine Socken. Was ist da in der Evolution passiert? Habe ich die Kurve nicht bekommen oder so? Und ich sehe das auf dem Publikum. Ich frage, wenn es kalt draußen ist, warum hast du das an? Es ist kalt draußen. Ich finde, das sieht sexy aus. Wisst ihr, wie das für mich aussieht im Winter? Dumm. Ich habe doch keinen Gag zu, das ist einfach nur dumm. So, und ich habe mir überlegt, ich glaube, weil einige regen sich darüber auf, wenn es kalt draußen ist und du siehst halt Mädels oder Jungs mit so freien Knöcheln, du willst denen ja helfen. Und ich hab überlegt, ich glaube, wir können das so ein bisschen erziehen. Dann müssen wir aber alle immer einen Zollstock dabei haben. Und wenn die dann vor uns sind, am besten auf der Rolltreppe, und du siehst so, ach guck mal, da hat jemand so freie Knöchel, einfach den zweimal ausklappen und dann so, pitsch. Dann ist Und spätestens nach dem 5., 6. Mal, wenn ihr diese Kombination im Winter angehabt habt, wird dieser Lernmodus ein. Wie beim Hunden, weißt du, die haben auch, wenn die bellen und diese komischen Sprühscheiße da rauskommen, so, dann werden die mal, ich darf nicht mehr bellen. Ich glaube, das wird auch funktionieren. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir müssen aber alle zusammenhalten. Dankeschön. Oh, ich liebe das, das ist so schön. Es ist immer so geil, weil dann sieht die Stimmung immer so, ich trage das auch voll viel, ich will das nicht. Ich bin momentan sehr viel unterwegs und ich zum Beispiel, ich stehe dazu, ich fahre mit dem Auto, ich fahre viel mit dem Auto, weil die Deutsche Bahn macht ihren Job nicht richtig. Sie haben eine Aufgabe von A nach B, gerne am selben Tag, wird mir reichen, schaffen die einfach nicht. Die schaffen das nicht, ja, deswegen fahre ich mit dem Auto und ich fahre halt auch wirklich in kleine Orte, wo einfach nichts anderes hinfährt. Und es gibt in Hamburg oder in Deutschland gibt es eine Kampagne gegen Handy am Steuer. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen schon mal gesehen haben. Diese großen weißen Tafeln, wo drauf steht Tipp, Tipp, tot. Kennt man das? Ja, kennen das einige? Das ist so diese Kampagne gegen Handy am Steuer. Und da gibt es so mehrere Sprüche. Auf dem einen Spruch steht drauf, Jens 26, abgelenkt durch eine SMS. Ich lese das, fahre 3 Kilometer weiter und denke so, ey, ganz ehrlich, wenn ich auf der Autobahn wäre, eine SMS kriegen würde, wäre ich auch abgelenkt. Wann habe ich das letzte Mal eine SMS bekommen, Alter? Das ist Ewigkeiten her. Da stehst du da auf einmal. Short Message Service. Was ist das? Siri, hilf mir. Tipp, tipp, tot, glaube ich. Das ist so mein Problem. Ja. Und es gibt 2 Stück. Auf dem einen steht drauf Jens 26. Denkst du so, okay, die 26 Jahre ist auch nicht mit SMS groß geworden. Auf dem anderen steht drauf Maria 38. Die hätte es wissen müssen. Rein theoretisch. Und ich habe die Nummer mal gespielt in Hamburg. Und manchmal kommen ja Leute nach der Show zu einem an. Und das ist auch cool. Ne? Aber er war auch ganz nett, aber ein kleiner Klugscheißer. Er kommt auf mich zu. Du weißt schon, dass das Tipp-Top-Tot heißt. Ich so, nein, das heißt Tipp-Tipp-Tot. Nein, ich fahre seit über 3 Jahren. Der hat nicht so geredet, aber es ist lustiger. So. Ja, ich fahre seit 3 Jahren Autobahn. Ich so, nein, ich weiß doch, ich stehe das auf der Bühne, ich weiß doch, worüber ich rede. Nein, das ist. So, Digga, google das. Ich glaube, ich google das. Ich so, mach das bitte. Er googelt das und so, krass, das heißt ja wirklich Tipp-Tipp-Tot. Wie kann man denn 3 Jahre lang der Meinung sein, dass eine Kampagne gegen Handy am Steuer Tipp-Top-Tot heißen soll? Das ist höchstens eine Anleitung für Selbstmord, oder nicht? Ey, du möchtest dich umbringen, dann nimm dein Handy in die Hand. Dann bist du tipptopp-tot. Das ist das Einzige, wofür das gültig wäre. Ah, das ist manchmal. Also mir passieren auch einfach die. Vor allem, es gibt momentan gibt es noch eine zweite, eine neue Kampagne in Deutschland. Und zwar, auf der einen zum Beispiel ist steht drauf, weil jemand abgelenkt war. Und das ist ein Typ, man sieht das Gesicht nicht, aber der hat so eine Armprothese. So einen richtig krassen, chromen, silbernen Arm. So, und ich denke mir so, wir sind im Jahr 2019, ein Roboterarm ist kein Downgrade eigentlich, oder? Wenn man drüber nachdenkt, so ein Haken wäre scheiße, weißt du, so ein Piratenhaken, das wäre mega fail eigentlich heutzutage. Oder so eine Klammer, wie früher, wo wir den Schulhof mit aufgeräumt haben. Also wenn du das 2019 kriegst, das ist scheiße. So, aber so ein Roboterarm wäre geil eigentlich. Keine Ahnung, wenn Leute ankommen, ey, lass uns mal eine Cola-Dose zerdrücken. Na, lass mal Ravioli machen. Das ist ja geil, so, das wäre. Ich kiff gar nicht so viel eigentlich, aber. Haben wir Kiffer hier eigentlich? Ja, eben war so ein bisschen ruhige Stimmung. So, oh, da klatscht der Künstler. Deswegen, ich bin nicht Raucher, aber ich kiff zwischendurch. Und ich mache da kein Geheimnis raus. Und letztens hat mich allerdings ein Kumpel angeschrieben. Der sagte, Digga, bring mal was zu buffen mit. Und ich so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Ja, was zu quarzen, Alter. Und da habe ich gemerkt, der fängt eine Geheimsprache an. Ich spiele mal ein bisschen mit. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. Was zu Jasen, Digi? Digga, du redest Paselmund, Elbisch oder Klingonisch. Was willst du von mir? Ich verstehe dich nicht.
was Grünes grillen. Wollen wir auf eine Veganer-Party? Habe ich die Einladung nicht bekommen oder so? Und ohne Scheiß, der Typ hat 25 Begriffe gefunden, bevor er ausgerastet ist. Willst du mich komplett verarschen, bring halt was zu kiffen mit. Da habe ich so zurückgeschrieben, Alter, sowas kannst du doch nicht öffentlich schreiben. Ein paar Sätze später habe ich dann geschrieben, ich habe neulich auch einen Dübel geraucht. Ich sagte, das Ding hat nur nach Plastik geschmeckt. Oh, er hat ihn nicht verstanden. So. Aber eigentlich ist er ganz cool, aber er hat manchmal ganz komische Antworten, Sachen. Ich habe gar nicht so viel Zeit gerade, ich bin gerade auf einem Familiengeburtstag. Er schreibt zurück, krass, haben die alle an einem Tag Geburtstag? Ja, alle an einem Tag. Ja, das ist manchmal ist das schwierig. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ist Flixbus hier ein Thema eigentlich? Gibt's das? Ja, das ist ja. Und ich bin normalerweise fahre ich nicht mehr mit Flixbus. Ich habe das früher am Anfang der Karriere so ein bisschen gemacht. Mittlerweile bin ich fast reich, so deswegen brauche ich das nicht mehr. Und ich bin vor kurzem aber von Hamburg nach Bremen gefahren mit dem Flixbus, weil 5 Euro pro Fahrt schaffst du mit dem Auto gar nicht. Vor allem A1 ist ein Blitzer, immer teurer. So, du knallst einmal durch. Und ich bin zurückgefahren. Mit dem Flixbus und ich musste richtig hart auf Toilette. Ich musste richtig hart pinkeln. Ich habe 2 Liter Wasser drin gehabt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, in Deutschland war es so, in den IC oder in den ICEs, wenn man da damals in den 90ern auf Klo gegangen ist, während der Fahrt hat man den Deckel hochgemacht und hat auf die Bahnschienen geguckt. Kennt man das hier? Kennt man das noch? Da stand auch immer drauf, bitte nicht im Bahnhof kacken. So. Ne, das kennt ihr. Deren Konzept war das, das in die Schrebergärten zu ballern. Das war deren Plan, oder? Das war... Und ich gehe in den Flixbus auf die Toilette, während der Fahrt, mach den Deckel hoch und in dem Moment gucke ich live auf die Straße. Und ich denke mir so, das ist nicht richtig, oder? Ich glaube, das ist in Deutschland nicht zulässig, bin mir ziemlich sicher. Ich weiß, wie die entleert werden, da ist der Klappe nicht zugegangen wahrscheinlich. So. Oder der Busfahrer hat gesagt, ich fahre bis nach Salzburg, das Ding bleibt offen, ist mir egal. Ich will kein verstopftes Klo haben, das Ding bleibt auf. Vor allem, ich musste nur pinkeln. So, ich musste nur pinkeln, aber es war gerade Spargelsaison. Ich habe mir vorgestellt, wie hinter uns ein Cabrio-Fahrer mit offenem Verdeck fährt. Tipp, tipp, tot. Safe. Stell dir vor, so, keine Ahnung, wir wissen es alle, kurz vor der Spargelsaison ist halt Grünkohlsaison. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, nach 3 Tagen Grünkohl zu Hause, der Stuhlgang ist der Hammer, oder? Der Stuhlgang ist einfach perfekt. Da sind einfach Briketts, die hinten rausgeschossen kommen, oder? Das ist einfach perfekter Stuhlgang. Stell dir vor, du kommst in dem Moment, gehst auf Klo, haust dieses Brikett auf den Asphalt. Der Asphalt reißt auf, die Achse bricht ab, Benzin läuft aus, Kinder fliegen durch die Luft und dann haut das Brikett hinten raus, irgendwem in die Windschutzscheibe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Karglas dir da nicht mehr helfen kann, Alter. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich habe mir vorgestellt, wie der Typ so, keine Ahnung, wenn der Typ so mit dem Cabrio nach Hause, Schatz, du glaubst nicht, was mir heute passiert ist. Ich bin auf der Autobahn gefahren und zwar offen und es hat geregnet kurz und es hat nach Spargel geschmeckt. Knaller. Okay, ich kiff wirklich zu viel. Ich merke das selber gerade. Das ist... Keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel auch ich bin Fan der elektronischen Musik. So, ich will damit kurz abschließen. Ich bin Fan der elektronischen Musik. Haben wir Leute, die hier schon mal auf einer Techno-Party waren? Ecstasy für euch. MDMA für den Rest. Das ist so. Und ich bin ich bin damit groß geworden. Jeder wird mit anderer Musik groß. Und ich bin neulich auf einer... mittlerweile, muss man so sagen, bin ich sogar nüchtern auf Techno-Partys. Und das müsst ihr mal ausprobieren, Alter. Nüchtern auf einer Techno-Party ist wie The Walking Dead in Echtzeit. Zombieland 5. Und ich stehe an der Seite und man muss dazu sagen, es war eine harte Veranstaltung. Keine Ahnung, alle waren am Schmeißen, keiner am Fangen. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Alle am Kauen, keiner am Essen. So, war. Viele hatten Teller, keiner Besteck. Wisst ihr, was ich meine? Es war eine harte Veranstaltung. Alle am Tanzen, nur Emma hat geklatscht. Ihr wisst, in welche Richtung das geht, oder? Das war einfach eine harte Veranstaltung. Und dann kommt ein Typ auf mich zu. Ich stehe an der Seite, habe mein Wasser in der Hand und dann kommt ein Typ auf mich zu und ich habe von Weitem schon gesehen, das Gesicht sieht aus wie ein Eimer Knete. Der Typ war übertrieben jetzt verballert einfach. Ja? Er war krass drauf und er kommt auf mich zu. Digi, hast du 2 Riesen gesehen?
Zwei Riesen. Ist er ernsthaft jetzt? Ja. Und zu seiner Verteidigung, ich glaube, ich weiß, was er meinte. 5 Minuten vor ihm sind 2 Männer an mir vorbeigegangen. Die waren 4,80 Meter groß. Ich glaube, die hat er gemeint. Und ich gucke ihn an, ich so, zwei Riesen. Ja, die sind mit Dumbledore und Gandalf runter in den verbotenen Wald, weil die Zentauren sind ganz unruhig im verbotenen Wald gerade, weil die Orks sind nach Hogwarts gekommen und die wollen da Gras verkaufen. Problem daran ist, dass Hagrid sich nicht kümmert, weil der ist gerade ein bisschen depressiv, weil Hermine hat Schluss gemacht. Die waren lange zusammen, Hermine ist jetzt aber mit Jon Schnee zusammen, also eine ganz komische Konstellation. Zusätzlich kamen die Jungs von Sons of Anarchy an, mit ihren Motorrädern, haben den Rasen kaputt gemacht, ja. Dumbledore durfte nicht sagen, es ist Prospect, darf sie nicht einmischen. Zusätzlich und in Hogsmeade hat einer in dem Dorf unten hat einen Laden aufgemacht, so für Space Cookies und Brownies. Und hier, Willy Wonka. Willy Wonka, der Typ mit dem, der Schokoladentyp hier, ne? Mit der Brille so, der hat da für Space Cookies und Hush Brownies und goldene Tickets und goldene Schüsse, so, das war so dein Ding, ne? Hat aber eine Mitbewohnervereinbarung mit Sheldon gemacht, also Katastrophe. Ich bin eh der Meinung, in dem ganzen wirren Konstrukt, Walter White macht das Rennen. Falls jetzt hier Leute im Raum sitzen, die gerade nichts verstanden haben sollten. Also für die ältere Generation, so kann man das ein bisschen erklären, wie mit Goebbels und so. Nein, Spaß. Nein, für die ältere Generation ist so Tatort, Lindenstraße, Flipper, Magnum, Alf, so diese Kategorie ungefähr. Der Typ guckt mich an. Muss ich da lang? Ich so, ja, in verbotenen Wald geht's da lang. Dann geht er los und spricht in einem komplett nüchternen Ton. Wow, Alter, und ich dachte, ich wäre voll. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er sich umdreht und mich anguckt. Aber ganz ehrlich, stabiler Bartbruder. Ich hätte mich kurz gefreut. Ja. Meine Message zum Schluss. Es gibt einige Comedians, die immer eine kleine Message haben. Meine Message an euch. Lasst uns alle wieder ein bisschen mehr kiffen. Ich glaube, dann wird einiges entspannter. Ja, auch der Verkehr wird sich ein bisschen ruhiger gestalten. So. Vor allem auch die Reißverschlussverfahren wird funktionieren. Fahr du. Nein, fahr du. Nein, fahr du. Komm, fahr du. Ich glaube, das wird alles entspannter. Und wenn ihr wirklich Spaß im Leben haben wollt und einfach ein bisschen Spaß verbreiten wollt, macht in den Restaurants die Salzstreuer auf. Nicht drüber nachdenken, aufdrehen, gehen, verlassen. Mein Name ist Dennis Grund. Dankeschön. Ciao. Dennis Grund! Ich weiß gar nicht, wie das heute drogentechnisch so aus dem Ruder laufen konnte. Also bis jetzt, okay. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Noch vorher ganz kleine Info. Wir haben nächstes Jahr, also es geht jetzt ja ganz kurz in die Weihnachtspause. Im Jänner geht es dann eh schon weiter. Nächstes Jahr kurze Sommerpause und sonst in jedem Monat gibt es dann Veranstaltungen 2020. Humorlabor, City Battle, Roasts, alles Mögliche. Also bitte informiert euch, humorlabor.at, da findet ihr auch für die nächsten Jahre, gleich Jahre, Termine. Und genau, das ist mein Hinweis, das ist meine Message jetzt noch so für euch. Und wie gesagt, wir machen jetzt, ich denke mal, 10, 15 Minuten Pause und dann geht's weiter. Danke euch dabei. Applaus